Hallihallo, willkommen bei Patricks Finanzen. Mein Name ist Patrick und heute schauen wir uns Einkommen kaufen, Kalenderwoche 27 und 28 an. Und wieder habe ich es geschafft, wie auch im letzten Monat bei der Comdirect, nicht das Geld rechtzeitig für die Comdirect, für mich natürlich ja, aber für die Comdirect auf dem Verrechnungskonto zu haben. Und deswegen wurden 5 Sparpläne nicht ausgeführt. Ja, jetzt könnt ihr sagen, ist meine Schuld. Ja, nein, das Geld kommt halt so rein, wie es reinkommt. Und ja, egal, ich will es nicht nochmal sagen. Whatever. Die Comdirect ist einfach... Ich mag sie, aber ich hasse sie auch. Das ist so Hassliebe, ne? Nennen es Paar. Da ist irgendwas auf der Kamera. So. Also, wir schauen uns heute an, wie gesagt, die Sparpläne, die ausgeführt worden sind, von beiden Kalenderwochen. Und dann gehen wir einmal Kalenderwoche 27 und dann gehen wir Kalenderwoche 28. Ja? Also, wir springen auf den Screen und ich schalte einmal um. Mach auf die kleine Webcam und so sieht das Ganze aus. Also, wir haben gehabt in Kalenderwoche 27, eigentlich hätten es sein sollen, die Sparpläne, die hier so ausgedruckt sind, also Altria, Luxor, S&P 500 ETF, Johnson Johnson, Imperial Brands und Exxon, sollten eigentlich ausgeführt werden, wurden nicht ausgeführt. Ausgeführt wurden allerdings 3, zum Glück, HL hat ein bisschen Geld noch rum, waren einmal gewesen Apple, 25 Euro genau, 0,203 Anteil gekauft, 14 Cent soll es bringen, Microsoft 24,91 €, 0,104 Anteile, 19 Cent soll das bringen und Procter & Gamble 54,89 €, für 0,467 Anteile und 1,31 € soll das bringen. Procter & Gamble ist hiermit auf den 1000 Euro und der Sparplan wird erstmal ausgesetzt. Ja? Ich muss schauen, dass ich die anderen hochbekomme und deswegen wird Procter & Gamble ausgesetzt. Summa summarum haben wir investiert in Kalenderwoche 27 104,80 €. So, dann springen wir zu Kalenderwoche 28 und da haben wir dann gehabt... Alibaba 25 Euro, 0,134 Anteile, Wachstumswert keine Dividende. BYD 25 Euro, 1,062 Anteile dazu, jetzt haben wir 23,636, bringt 1 Cent. Dann JD.com 25 Euro, 0,379 Anteile, bringt keine Dividende, ist ein Wachstumswert. Tencent 25 Euro, 0,4 Anteile dazu, jetzt haben wir 8,792, soll bringen 6 Cent. Tomra System 25 Euro, 0,51 Anteile dazu, jetzt haben wir 7,5, soll bringen 25 Cent. Ping An Insurance 25 Euro, 3,08 Anteile dazu, jetzt haben wir 50,8, soll bringen 80 Cent. Dann BAT 75 Euro, 2,239 Anteile dazu gekauft, jetzt haben wir 24,266, soll bringen 5,19 €. Und last but not least war gewesen Omega Healthcare 75 Euro, 2,339 Anteile, wir haben jetzt 29,832 und soll bringen 5,08 €. Summa summarum investiert in Kalenderwoche 28 waren 300 Euro und Gebühren 4,44 €. Dividende brutto sollen sein 11,40 € bzw. 3,8%. So, KW 27, 28 zusammen sind dann 404,80 € und zusammen knapp ja, sagen wir 13 € Bruttodividenden. Ja. So, jetzt springen wir zu Portfolio Performance. So sieht das Ganze aus. Größte Position ist nach wie vor Gazprom, 6,45%, dann Apple, dann Royal Dutch Shell, dann Allianz, Cisco und so weiter und so weiter. Wie üblich schauen wir uns die Tausender-Marke an. Wo haben wir sie? Die liegt genau bei Alibaba. Das ist Stand Sonntag, 18. Juli. Also eigentlich 16. Freitag, 16. Ne? Weil am Wochenende ist die Börse zu. Oder haben die Börsen zu. Also Alibaba ist ganz knapp über den 1000 Euro mit 19 Cent. Wird höchstwahrscheinlich wieder runterfallen, aber wird auch weiterhin bespart. Dann kommt die 500er Grenze, ist nach wie vor hier so bei Tencent und im Luxor Hongkong ETF und danach kommt alles andere kleinere. Ja, Performance können wir uns gerne anschauen, vielleicht mache ich jetzt nur aktueller Monat. Da sieht das folgendermaßen aus, ich mache mich mal kurz weg. Haben wir bei der Comdirect 3,5%, bei DEGIRO 5,7%, bei der Consorsbank minus 0,8%, bei Trading212 minus 4,4%. Da habe ich vor allem die chinesischen Werte wie NIO, NIO und EHANG, die sind alle ein bisschen runtergekommen, als auch 4 Stück Alibaba habe ich dort. Deswegen, aber summa summarum im ganzen Jahr seht ihr trotzdem noch, wir sind überall positiv, aufs Jahr gesehen, year-to-date 20,3% im Plus. Ja. Und das ist doch mal super. So, jetzt mache ich mal wieder zu. Und dann gucken wir uns noch an die Branchenaufteilung. Da sieht es wie folgt aus. Tech 21,22,
Konsum, Konsum ist höher geworden. 24. War das vorher auch schon gewesen? Ich glaube, das war vorher auch schon gewesen. Also 24% Konsum, dann Tech 21,22, dann müssten es Rohstoffe 14,89 sein, Finanzen 9,94, IT 6,05 und dann die ganzen anderen kleineren so. Ja. Regionenaufteilung, Nordamerika ist wieder ein bisschen gewachsen, 53,16%. Ich glaube, zwischenzeitlich waren wir bei 52 oder sogar 51%, ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Ja. Sind halt viele Aktien in Nordamerika, ne? Beheimatet, sag ich mal so. Danach haben wir Europa mit 26,5%, dann Asien 19,04% und Mittelamerika, ja, was pennt sich, Mercado Libre mit 1,03%. Und Anlagekategorien haben wir ETFs 4,11%, der Rest sind die Aktien und von den Aktien haben wir 15,8% Wachstumswerte. Ja, und das wäre es soweit. Schnelles Video für den Sonntag. Ich bedanke mich bei euch. Ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund. Ich hoffe, keiner von euch ist irgendwie von dem Hochwasser betroffen, ob das jetzt in der Schweiz ist, wir haben auch Hochwasser hier, bei uns hat es sogar angefangen hier, in Deutschland oder jetzt auch in Österreich. Also, ne? Sachen können ersetzt werden, Menschen leben nicht, seid vorsichtig, wenn irgendwas ist, nicht irgendwas versuchen zu retten, alles kann ersetzt werden, außer euer Leben. Ja? Also, bleibt gesund, seid vorsichtig, habt einen schönen Sonntag noch und guten Start in die neue Woche. Gerne ein Abo da lassen, Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Peace.